Hey Leute und willkommen zu einem neuen Genshin Impact Video. Die News gehen weiter. Also zusätzlich zu dem Post von gestern, zu den Release Dates der nächsten Patches, hat miHoYo auch noch ein Q&A veröffentlicht. Also ein Q&A ist ein Question and Answers, also Fragen und Antworten Spiel, sage ich mal. Die sie halt bekommen haben, also wahrscheinlich die meistgestellten Fragen aus der Community. Und da haben sie halt Fragen zugegeben und daraus ergeben sich weitere Features, die sie somit bestätigen für den Patch 1.1 und den möchte ich mit euch durchgehen. Aufmerksam gemacht auf den Post wurde ich durch Demon Kim, das ist ein YouTube-Content Creator, den ich abonniert habe, englischsprachiger, und der hat diesen ja komplett ins Englische übersetzen lassen, sag ich mal, von einem seiner Kumpels in China. Der hat da wohl Kontakte und ja, der hat das für ihn übersetzt und ich habe versucht, das Ganze aus dem Englischen für euch ins Deutsche zu übersetzen. Denn wie wir sehen, der Post ist halt komplett auf Chinesisch und was ich halt nicht machen konnte im Vergleich zu dem zu dem Patch Leaks, sage ich mal, ist das Ganze halt selbst zu übersetzen, denn das hier ist eine Bilddatei, wie man sieht. Das heißt, ich kann hier keine Texte markieren oder halt automatisch übersetzen lassen. Von daher habe ich Demons englische Übersetzung benutzt, um für euch etwas Deutsches zu erstellen. Also die Props gehen auf jeden Fall an Demon. Ich habe nur die deutsche Übersetzung gemacht. Hier also die Übersetzung einmal in Textform für euch. Die gehen wir jetzt einfach von oben nach unten einmal kurz durch, um das Spannendste halt uns einmal anzuschauen. Und zwar als allererstes ging es um Koop-Fragen und weiteren Social Features. Und die Antwort ist, in den nächsten Patches kommen halt kleinere Events, halt anscheinend auch für Koop. Was ich sehr cool finden würde, wenn es halt Events gibt, die wir wirklich gemeinsam spielen können und ich da das alles nicht alleine machen muss. Und halt neue Social Features, da haben wir auch schon mal einen kleinen Blick drauf werfen können anhand von bestimmten Leaks, dass es halt wahrscheinlich um Online-Benachrichtigungen geht, wenn ein Freund aus der Freundesliste halt online geht oder halt auch Private Messages. Dann Artefakte und Waffensperren war halt die Frage und die Antwort ist klar ja und das wird auch schon in Patch 1.1 kommen. Dann könnt ihr also eure favorisierten Gegenstände halt so sperren, Schreibgeschütz machen, sage ich mal, sodass sie nicht aus Versehen an andere Waffen bei der Aufwertung halt verfüttert werden. Dann wird es ein Wiki in-game geben über alle Monster, Tiere und Pflanzen und auch da ist die Antwort klar ja und es wird wohl auch schon in 1.1 der Fall sein, dass wir in-game uns Informationen zum Beispiel halt auch über Monster halt anschauen können. Und ich würde es cool finden, wenn da sowas drin steht wie ist schwach gegen Eis, ist schwach gegen Blitz, sowas oder welche Items können sie droppen. Also das erwarte ich halt. Und natürlich ein bisschen Lore-Hintergrundinformationen, das wäre cool. Dann halt Items, um Okuli leichter zu finden. Auch da haben wir aus den verschiedenen Leaks schon erfahren, dass da wohl was in Planung ist und sie haben es jetzt somit bestätigt. Anscheinend kommt auch dies in 1.1 schon und zwar ist die Rede von dem Kompass für die Anemoculus und auch für die Geoculus, dass wir die halt leichter finden können. Das heißt, wir müssen dann nicht mehr die interaktive Map benutzen. Dann das Nummer 5 finde ich sehr interessant, schneller Nahrung zu sich nehmen, vor allem halt im Kampf, ohne das Menü zu öffnen. Und voraussichtlich wird es in 1.1 sowas schon geben. Es scheint eine Art automatische Nahrung zu sich zu nehmen Funktion zu sein. Und da habe ich halt auf Zenits Twitter-Account was Interessantes gefunden. Er hat, wie gesagt, gestern auch wieder ein paar Leaks veröffentlicht. Und zwar hat er hier genau passend zu diesem Thema ein Item, wo man, also so eine Item-Tasche, so eine Futtertasche, hier sieht man dieses Symbol und hier ist was leer und dann kann man da wohl zwei verschiedene Gerichte reinpacken und dann sieht man, dass die voll sind und es wäre natürlich cool, wenn das wirklich eine automatische Nahrungsaufnahme wäre, wenn ich auf einen bestimmten HP-Wert falle, dann nimmt der automatisch das Essen, was hier drin ist, das ist jetzt nur irgendwie eine Vermutung von mir. Also hier steht halt auch nur, dishes in together and can be eaten quickly. Clicking on the empty slot, you can add into food. Also es ist einfach nur, wie man es hinzufügt und dass man es halt schnell essen kann. Wie jetzt die Funktion ist, wird jetzt noch nicht erklärt, aber also gerade, ich sag mal, auf Konsole, auf dem Controller, die Tasten sind alle belegt. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das etwas ist fürs schnelles Anklicken, es sei denn, das Radmenü wird halt erweitert. Also ich würde es cool finden, wenn es was Automatisches ist, wenn ich auf 20% HP falle, dass dann, oder auf 10% oder was auch immer, dass dann automatisch die Nahrung aufgenommen wird, die ich da reingepackt habe. Aber lassen wir uns mal überraschen, ist auf jeden Fall ein interessantes Feature. Dann Nummer 6, oh mein Gott, bitte, Kamera-Blickwinkel-Problem, dass die permanent von alleine ranzoomt etc. Also auch das wurde angesprochen und sie arbeiten an einem Feature, wo man einstellen kann, dass die Kamera keine automatischen Zooms mehr macht. Und wirklich, das ist eigentlich das, was mich aktuell in dem Spiel am meisten nervt, dass ich permanent die Kamera wieder
wieder rauszoomen muss, weil nach jeglichem Kampf die Kamera wieder an meinem Charakter klebt. Und das will ich unbedingt haben, dass ich das abstellen kann. So, bei Punkt Nummer 7 geht es um Hydro- und Blitzprobleme bei der Berechnung der Schadenszahlen, wenn man Kombos damit macht. In 1.1 soll diese Problematik gefixt werden. Schaden scheint nicht richtig berechnet zu werden. Ist mir persönlich jetzt noch nicht aufgefallen. Ich habe aber auch keinen Hydro-Charakter, mit dem ich spiele. Vielleicht könnt ihr das ja bestätigen. Wenn ja, dann ja, in 1.1 sollte das endlich gefixt sein. Dann Nummer 8, übrig gebliebene Erfahrungspunkte, wenn man Charaktere, Waffen etc. aufwertet. Das wurde angesprochen und gefragt, ob man oder was damit halt in Zukunft passiert. In einem der nächsten Patches werden übrig gebliebene XP in extra Items gewandelt, dass man sie nicht verliert und nochmal verwenden kann. Das ist natürlich ganz cool, wenn man irgendwann, ich sag mal, nur noch hohe Items hat und ihr habt jetzt alle eure niedrigen EP-Items aufgebraucht und jetzt fehlt jemand nur noch 100 Erfahrungspunkte und ihr müsstet theoretisch eine Schriftrolle aufwenden, die halt irgendwie 20.000 gibt, dann würde man ja theoretisch 19.900 verschenken und die 19.900 würde man halt jetzt umwandeln. Und genau damit man sowas machen kann und nicht sagt, oh ja, okay, dann kann ich ihn jetzt nicht auf Max-Level bringen, jetzt renne ich noch irgendwie durch die Gegend und kille irgendwelche Monster, damit er endlich Max ist, damit ich nicht 19.900 Erfahrungspunkte verschenke, haben sie uns oder entwickeln sie halt gerade dieses System. Das finde ich sehr, sehr cool. Dann Elementarkombos basierend auf Elemente in der Natur, zum Beispiel wenn brennendes Gras da ist oder elektrisiertes Wasser. Da gibt es aktuell folgenden Stand. Aktuell ist es halt so, dass der Schaden zu niedrig ist, wenn man mit der Natur Kombos macht, weil es halt, ja, ist halt nicht von den Gegnern berechnet. Aber das wird sich in 1.1 mit dem Weltenrang anpassen. Also je höher der Weltenrang, umso höher der Schaden für Gegner, aber halt auch für euch. Und also, wenn die schon sagen, halt auch für den Spieler, klingt das für mich, es könnte theoretisch wehtun in Zukunft. Wenn ihr im Wasser steht, am Strand oder so, und ihr macht irgendeine Blitzattacke, dass man dann vielleicht auch Schaden davon nimmt, und zwar dann halt nicht nur so wenig, dass man es heute vielleicht gar nicht merkt, sondern vielleicht eine ordentliche Portion mehr. Also man darf gespannt sein. Dann Nummer 10, wird es ein Reporting-System geben, um Spieler zu reporten? Ja, das wird ein neues Feature sein, ist aber noch unklar, welcher Patch das ist. Dann Charaktere, die man auf Expedition schickt, können diese noch benutzt werden? Auch hieran arbeiten sie, dass wir die Charaktere, die wir da reinpacken, weiter benutzen können, halt auch wieder mitnehmen können. Das finde ich eigentlich ganz cool, gerade für die Leute, die jetzt nicht so ein riesiges Roster haben, ist es auf jeden Fall eine Erleichterung. Und auch das ist aber noch unklar, wann es kommt. Bei Nummer 12 war halt Elises Angriffsreichweite mit ihrer Basic Attack. Daran soll sich im Patch 1.1 etwas ändern. Die ist wohl nicht, ja, so hoch, wie sie anscheinend sein sollte. Von daher, da wird sich wohl in Zukunft was ändern. Also alle, die Lisa spielen, ne, ihr könnt euch drauf freuen. Und abschließend war halt nochmal die Ankündigung, dass es halt in Zukunft weitere dieser Q&As geben wird. Und dass sie zum Beispiel auch an dem Thema Keybindings arbeiten. Das heißt, dass wir halt endlich selber auch unsere Tasten belegen können. Der ein oder andere hat sich da ja schon ein paar Mal drüber beschwert. Und ja, ich kann es nachvollziehen. Ich drücke auch immer wieder irgendwelche falschen Knöpfe. Ich weiß nicht, so richtig intuitiv ist es bei mir noch nicht. Aber ja, auch daran scheinen sie zu arbeiten. Also das ist eigentlich alles, was in dem Q&A so besprochen wurde. In Kurzfassung und auf Deutsch halt. Von daher, ich hoffe, euch hat das schon mal geholfen und dass ihr euch jetzt nicht selber auf die Suche machen müsst, wie ihr den chinesischen Text übersetzt. Und jetzt zum Schluss, lasst uns doch nochmal einen Blick auf Zenits Twitter-Account werfen, weil, wie gesagt, er hat auch dort ein paar sehr interessante Dinge geleakt. Gestern noch, und wir scrollen mal eben ein bisschen runter zu dem Punkt. Genau, also hier ging es eigentlich so los. Und hier haben wir nochmal einen Screenshot zu diesem mobilen Teleporter, über den wir ja auch in einem vorherigen Leak-Video schon mal kurz gesprochen haben. Auch das scheint sich wohl ein bisschen zu bewahrheiten. Zumindest gibt es eine Ingame-Grafik darüber und wenn das kommt, finde ich das sehr cool, weil dann können wir einen Spot auf der Karte zumindest markieren, wo wir uns halt immer wieder hin teleportieren können und nicht mehr hinlaufen. Dann ist hier von einer Flasche die Rede, dass wir diese Windgeister einfangen können, damit wir, wo wir möchten, so einen Windstrudel halt erzeugen können. Das geht für mich so ein bisschen in Richtung, ihr habt kein Venti, dann benutzt das. finde ich auch ganz cool. Über die Itemtasche haben wir eben schon gesprochen. Hier ist von einem Event die Rede, ne, also so eine von der Gliding Challenge, auch die haben wir in dem letzten Leak-Video schon mal gesehen. Und man kann wohl verschiedene Dinge machen, um Medaillen zu verdienen und je besser natürlich die Medaillen, umso besser auch die Rewards. Und ja, das ist so ein klassisches Challenge-System aus meiner Sicht. Ne, zum Beispiel, wenn du es in 30 Sekunden schaffst, hast du Gold, wenn du 45 Sekunden brauchst, kriegst du Silber und ab einer Minute 20 oder so hast du halt Bronze. Und dann werden wir uns halt natürlich versuchen zu verbessern, damit wir halt in allen Challenges halt irgendwie Gold kriegen, um halt natürlich dann die beste Belohnung zu bekommen.
Hierzu kann er jetzt leider nicht genau sagen, was das sein soll. Das klingt für mich, also ich weiß nicht, ob es vielleicht eine Art Dungeon ist mit Prüfungen. Vielleicht ist es auch eine Art Roadmap, dass sie sagen, okay, als erstes große Content-Update kommt dies, dann das, dann das. Weiß man noch nicht. Er hat hier so ein paar Namen vielleicht versucht zu übersetzen, aber gut, lassen wir es einfach so stehen. Dann, was haben wir noch hier? While you can use condensed resin for getting rewards instead, you can also use it to get extra rewards. Okay, also man kann wohl dann noch mehr Resin benutzen, weil es wird ein Item geben, dass ihr zum Beispiel loggt euch jetzt ein und ihr habt heute gar keine Zeit zu zocken, dann könnt ihr einfach euer Resin nehmen und könnt das umwandeln in so ein Item. Das ist irgendwie sehr interessant. Und anscheinend kann man dann, das sieht man hier unten, seht ihr das? Das Item sieht so ein bisschen aus wie das hier unten. Und anscheinend könnte man jetzt sagen, okay, ich habe solche Items, ich habe gestern zwar nicht gespielt, heute habe ich jetzt aber auch keinen Bock, irgendwie, ich sag mal, 2 Stunden mein Harz aufzubrauchen, sondern ich will es halt auch wieder unter einer Stunde schaffen. Also könnt ihr dann anscheinend, wenn ihr zum Beispiel bei so einer Blüte seid und ihr habt sie halt, wollt jetzt öffnen, könnt ihr sie entweder ganz normal mit euren 20 Resin öffnen oder ihr benutzt so ein Item, was ihr ja vorher aus Resin ja produziert habt und pusht das da rein, um die Belohnung halt direkt zu verbessern. Also klingt für mich so, wie ich kann dann komprimiert Belohnung abholen. Aber warten wir, bis das offiziell bestätigt wird. Aber eine nette Idee, dass ich sagen könnte, ich habe heute keine Zeit zu zocken, also wandle ich einfach nur mein Harz um. Aber ja, irgendwann nur noch sein Harz umzuwandeln. Aber ja gut, harren wir einfach der Dinge, die da kommen. Das ist einfach nur ein Screenshot von einem NPC. Und hier sehen wir auch ein Screenshot von dem neuen Event, wo es ja angeblich um, also Childe im Deutschen heißt er glaube ich Graf, ja, der Boss sein soll und das sieht immer aus. ja, sieht irgendwie cool aus. Level 60 vor allem. Also das scheint auf jeden Fall Endgame-Stuff zu sein. Von daher dürfen wir gespannt sein. Genau, Leute, das soll es gewesen sein für dieses News-Video. Ich hoffe, da waren ein paar interessante Informationen für euch mit dabei. Und ja, dass ihr weiterhin trotzdem gehypt bleibt für Patch 1.1, auch wenn er noch so lange hin ist. Also ich könnte mir vorstellen, dass wir diese Zeit nutzen sollten. Also ich sowieso, weil ich ja nur Abenteurer 24 bin, auf ein ja, höchstmögliches Level zu kommen. Aber auch ihr farmt wirklich so viel es geht, baut eure 2 Teams komplett aus, baut eure Waffen aus und so weiter. Weil ich habe das Gefühl, wenn es hier erstmal losgeht mit irgendwelchen Patches und Events und habt ihr nicht gesehen, dann könnte das theoretisch Schlag auf Schlag gehen. Und ich denke, wir sollten vorbereitet sein, aber nur so ein Gefühl. Alles klar. Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich würde mich super über ein Like freuen. Natürlich, wenn du den Kanal noch nicht abonniert hast und du in Zukunft auch solche Informationen frisch auf dem Serviertablett bekommen möchtest, dann würde ich mich über einen Sub und natürlich auch über das Aktivieren der Glocke freuen. Und dann würde ich einfach sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Leute, bis dahin, macht's gut.